Hey Leute, da wir an unserer neuen Duke nun die 1000 Kilometer erreicht haben, müssen wir einen Ölwechsel machen. Die meisten von euch lassen ihn von der Werkstatt machen, da ihr auch die Garantie behalten wollt. Aber für diejenigen, bei denen die Garantie dann mal abgelaufen ist oder ihr prinzipiell den Wechsel selbst machen wollt, machen wir hier mal ein Tutorial. Also fangen wir an. Als erstes nehmen wir die Motorabdeckung ab, damit wir überall rankommen. Nun lassen wir das Öl einfach in die Wanne abfließen. Ist der letzte Tropfen draußen, wechseln wir den Ölfilter. Der ist irgendwie etwas schwierig rauszubekommen. Aber mit ganz viel Gefühl haben wir ihn dann doch rausbekommen. Jetzt füllen wir das neue Öl in den Motor. Hierfür nehmen wir das 10W40 von Motul. Das ist so ziemlich das Standardöl an sich für alle Viertakter. Ihr füllt jetzt schon mal mindestens 1,5 Liter ein. Danach solltet ihr immer mal wieder den Ölstand überprüfen. So sollte das Ganze dann aussehen. Und nun alles wieder festschrauben und danach seid ihr auch schon fertig mit eurem Ölwechsel. Vergesst aber nicht, den Motor noch etwas im Stand laufen zu lassen, da sich das Öl natürlich verteilen muss.